Nächster Redner ist von der FPÖ, Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ in Wien. Das heutige Thema erinnert ein bisschen auch an den Film und ewig grüßt das Murmeltier. In regelmäßigen Abständen hören wir von Reformen, hören wir von mehr Effizienz, seit vielen, vielen Jahren immer wieder. Und immer wieder wird neu reformiert, wird neu aufgestellt, wird neu organisiert. Wenn man sich das ein bisschen so Revue passieren lässt, dann muss man ja zum Schluss kommen, dass vor 10, 15 Jahren die Strukturen bei der Polizei der letzte Dreck gewesen sind, weil man muss ja dauernd reformieren und man muss ja dauernd was neu machen. Das weiß ich natürlich auch, es haben sich die Rahmenbedingungen geändert, das wissen wir alle. Und das Schöne ist ja, der Herr Kollege Baerhab hat im Vorfeld gesagt, Sicherheit ist kein Gratisprodukt. Und das stimmt, weil im Endeffekt geht es immer nur darum, dass man die Strukturen, die man braucht, auch finanzieren muss. Und genau da, Frau Ministerin, hätte ich mir von Ihnen gewünscht, dass Sie einmal dem Herrn Finanzminister sagen, her mit dem Zaster. Da wär's besser gewesen. Lassen Sie mich einmal ausreden, hören Sie zu, vielleicht können Sie noch was lernen. Her mit dem... Ja. Ah, Entschuldigung, ich habe mich da versprochen, aber das ist Ihnen natürlich noch nie passiert. Aber wir kommen eh dann noch auf einen Themenkreis zu sprechen, der Sie, Herr Wimmer, auch betrifft. Her mit dem Zaster, das wäre natürlich in dem Bereich auch nicht schlecht gewesen, weil dass die Polizei Geld braucht, das zeigt sich ja daran, dass wir immer noch die Probleme haben, dass mit rhetorischen Nebelschwaden versucht wird, eine Fantasiepolizei herbeizureden. Wir haben bis zum heutigen Tag keine Planstellenwahrheit. Es werden Grenzpolizeidienststellen aufgelöst, die kommen dann in den Schengen-Pool, da wird dann neu verteilt. Unterm Strich kommt dann raus, dass wir weniger Planstellen haben als vorher. Trotzdem versucht man damit, mit dieser Erklärung der Bevölkerung klarzumachen, jetzt gibt es mehr Planstellen, jetzt gibt es mehr Polizisten. Faktum ist, dass es dort, wo man die Polizisten wirklich braucht, am Ende des Tages weniger geben wird. Und das ist eigentlich eines der großen Probleme. Wir wissen, dass es gerade im Grenzbereich vermehrt zu Bankomatspringungen kommt. Die einschlägigen Statistiken zeigen das auf. Aber genau dort, wo man hier Exekutivbeamte bräuchte, gibt es dann in Zukunft einfach keine mehr. Und das ist ein großes Problem. Gerade für den grenznahen Bereich in Ostösterreich, im Nordostösterreich, wo halt immer wieder solche Dinge auftreten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie man zum Beispiel bei temporären Grenzkontrollen, die immer wieder vorkommen, zum Beispiel wenn es einen Weltwirtschaftsgipfel gibt etc., wie man das dann administrieren wird, nämlich dann, wenn die Strukturen abgebaut sind, wenn es diese Einrichtungen dort nicht mehr gibt. Da wird man sich dann was Neues überlegen müssen. Wahrscheinlich werden dann wieder ein paar Container aufgestellt. Das ist dann so ähnlich wie in Wien mit den Containerklassen. Da stellen wir ein paar Container hin und da muss halt dann die Polizei Dienst versehen. Das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber wenn wir auch von den neuen Strukturen sprechen und von der Effizienz sprechen, dann sollte man vielleicht auch von den Strukturen und von der Effizienz in Ihrem eigenen Ministerium sprechen, Frau Minister. Denn es ist, glaube ich, einmalig auch in der Zweiten Republik, dass er gegen einen aktiven Kabinettschef Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat eingeleitet wurden. Und dieses System, das sich da im Innenministerium seit vielen Jahren manifestiert hat, das ist überhaupt insofern interessant, weil wir auf der einen Seite mit dem Telekom-Komplex, der jetzt sogar Thema eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses werden wird, aber auch beim Blaulichtfunk durchaus hochinteressante Entwicklungen haben, die es da zu beleuchten gibt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, beim Blaulichtfunk, der ja eigentlich im Jahr 2005 schon hätte in Betrieb gehen sollen, der aber deshalb nicht in Betrieb gegangen ist, damit eine bestimmte Firma bei einer Ausschreibung dann halt doch noch den Zuschlag bekommt. Und da gibt es dann so hochinteressante Geschichten, wie zum Beispiel, dass ein gewisser Herr Generalmajor Peter S., der bei einer gewissen Firma gearbeitet hat, er war im Innenministerium karenziert, da wird dann interveniert, dass der wieder ins Innenministerium zurückkommt, dann ist er wieder im Innenministerium, dann gibt er an eine Firma K einen Auftrag und zufälligerweise werden ihm dann in weiterer Folge Unterlagen gestohlen. Und in diesen Unterlagen, die da dem Herrn S. gestohlen werden, sind die genauen Zahlen und Daten drinnen und die Vereinbarungen mit dem Finanzministerium, was denn diese Neuausschreibung des Blaulichtfunks kosten darf. Und dann, eigenartigerweise, macht dann eine Firma eine Punktlandung bei dieser Ausschreibung, weil sie zufällig weiß, wie denn diese Ausschreibungsmodalitäten von hergehen. Und das Interessante, ja, der ehemalige Finanzminister ist doch. Ja, der ist ja bei der ÖVP, der wollte sogar mal ÖVP-Obmann werden, oder? Ja, der wollte sogar ÖVP-Obmann werden, der Herr Grasser. Ja, Sie haben eh recht. Ja. Schauen wir mal, was mit den Büchern in weiterer Folge passieren wird. Unabhängig davon, nein, der Reichelt hat aber nichts mit dem Blaulichtfunk zu tun. Das nicht ablenken, wir sind nur immer beim Blaulichtfunk. Es ist eigenartig, es ist sehr eigenartig, dass hier
natürlich auch Personen involviert sind, der kann sich zu Wort melden, sitzt ja auch hier im Raum, die hier offenbar, sagen wir mal so, einen höchst eigenwilligen Zugang dazu haben, wie mit öffentlichen Aufträgen in Österreich umgegangen wird. Und das, Frau Bundesministerin, war ebenfalls einmal ein Punkt, der für mehr Effizienz und vor allem für neue Strukturen in diesem Innenministerium sprechen würde. Denn dieses System Strasser, und ich weiß schon, dass Ihnen das unangenehm ist, wenn man die Person Strasser hier nennt, aber ich kann es nicht ändern, er war heute einmal Ihr Innenminister und seine damals handelnden Personen sind nach wie vor in Ihrem Kabinett tätig, in Ihrem Haus tätig und diese Person Strasser hat hier natürlich ein System errichtet, das bis zum heutigen Tag, ja, der Herr Grasser, der gehört ja auch euch, bitte, er wollte sogar Bundesobmann der ÖVP werden. Ja, ne, da wollte sogar Bundesobmann der ÖVP werden. Ja, das ist kein Kindesweckle. Und dass das ein Bücher ist, das können Sie von mir schriftlich haben. Aber das ist schon hochinteressant, dass dann auch alle möglichen Namen kommen, nur damit man die Person Strasser nicht beleuchtet. Nur es ist nun mal Teil der ÖVP-Geschichte und ist vor allem Teil des Innenministeriums. Und wenn man von neuen Strukturen und von mehr Effizienz spricht, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wird man auch mittelfristig nicht umhinkommen, auch dieses System Strasser im Innenministerium einmal näher zu durchleuchten und vielleicht da einmal die sauren Wiesen trocken zu legen. Herzlichen Dank. Deftig kräftig, Hans-Jürg Jenewein von der Wiener FPÖ kritisiert die Verwaltungsreform bei der Polizei. Es seien mehr Geld und mehr Planstellen für die Exekutive notwendig. Und jetzt ist die Innenministerin am Wort.